Ja, grüß Gott. Ich habe seit 10 Jahren ein Leichtkettenmyelom und bin aktiv in der Selbsthilfegruppe und komme da auch mit Leuten zusammen, die ein multiples Myelom haben und die so eine Art Knubbel kriegen. Also jetzt Frage, kriegt man das beim Leichtkettenmyelom auch oder ist das wieder anders? Der Isotyp, also ob IgG, IgA, Leichtkettenmyelom und das Auftreten von Erkrankungen außerhalb vom Mark, also extramedullärer Erkrankungen, das sind zwei Themen, die eigentlich unabhängig voneinander zu betrachten sind. Sowas kann passieren, es muss natürlich nicht passieren, weil extramedulläre Erkrankungen, auch wenn wir den Eindruck haben, wir sehen das etwas häufiger wie früher, ist nach wie vor trotzdem was, was die meisten Patienten nicht haben. In der Sie mehr oder weniger im Hühnereiweiß das Milieu des Knochenmarks nachvollzogen haben, soweit ich das als Laie von außen irgendwo gelesen habe. Das heißt, es wäre dann sicher sehr schön und sehr schnell, dieses Targeting durchzuführen, oder? Woran scheitert das? Na, also gut, Optatio, kann ich schon was zu sagen. Ich habe dieses, es war ja ein EU-Forschungsprojekt, allerdings halt wirklich ein Grundlagenforschungsprojekt mit einer unmittelbarer Patientenrelevanz. Das mit den Hühnereiern ist schon richtig, das war ein Subprojekt von vielen anderen, das war ja ein 3-Millionen-Projekt in 6 Ländern. Dieses Testsystem, das ist richtig, also Sie haben Eier, die Sie, also befruchtete Eier natürlich, in denen ein Embryo wächst, wo Sie unter sterilen Bedingungen den Deckel abheben und dann auf dieser Aderhaut, die da ist, Knochenchips aufsetzen und dann Myelomzellen da drauf setzen, die wachsen da drauf auch, lösen diese Knochenchips auf und dann können sie eben Medikamente oder Dinge, die sie für möglich, jetzt ging ja da vor allem um die Suche nach neuen Medikamenten auch. Es ist nicht so, wir haben da schon ein paar Kandidaten identifiziert, aber meine Medikamentenentwicklung ist natürlich was extrem kostspieliges und was eine Universität oder auch mehrere nicht leisten können, da braucht es Industriepartner. Da laufen Gespräche, da gibt es Verhandlungen, da ist auch einiges weitergegangen von den Hauptkandidaten, die da gefunden worden sind, haben uns die Chemiker noch ein paar 100 Varianten gemacht, im Hinblick auf Löslichkeit zum Beispiel, dass man es später mal schlucken wird können, auf bestimmte chemische Eigenschaften, die die Leber-Nieren-Verträglichkeit bedingen können und da die besten rausgesucht und dann muss man Toxikologie machen in Zellkultur, in Maus. Das läuft und die Suche nach jemandem, der dann die weitere Entwicklung bezahlt, läuft auch. Das kann ich allein aus patentrechtlichen Gründen nicht weiter kommentieren. Aber es wäre die Zukunft, unsere vielen Medikamente, die wir haben, zielgerichtet einzusetzen. Ja, ja, natürlich. Also, wobei auch zielgerichtete Medikamente können natürlich durchaus Nebenwirkungen haben. Denn natürlich gibt es diese Zielstrukturen, dann zwar vermehrt auf Tumorzellen, aber bestimmte Gene, Eiweiß und so weiter, gibt es natürlich meistens auch irgendwo anders. Oder was ich so zielgerichtet nenne, das gibt es ja inzwischen bei vielen Tumorerkrankungen. Manche sind eben dann, wenn man genau hinschaut, auch eben nicht nur Hemmstoffe für ein Enzym, für eine Kinase, sondern wenn man genau schaut, inhibiert es dann doch 22 verschiedene Kinasen. Was nicht immer ein Nachteil sein muss, das muss man auch sagen, weil Sie haben gesehen, die Tumore sind doch sehr heterogen häufig und wenn ich was Superspezifisches habe, dann setzt das halt auch voraus, dass der Tumor auch so konform aufgebaut ist. Ja. Also eine gewisse Streuung ist manchmal dann doch auch von Vorteil und das Myelom, deshalb, die Myelomtherapie ist in der Regel ja immer Kombinationstherapie oder fast immer. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eben angesichts der Heterogenität der Erkrankung wichtig, dass das so ist. Aber natürlich ein bisschen gezielter ranzugehen, ich meine, ein gutes Beispiel ist jetzt diese CD38-Antikörper, die uns jetzt erfreulicherweise breiter zur Verfügung stehen wie vorher, als wir sie nur in Studien hatten. Wobei auch da muss man sagen, diese Zielstruktur gibt es auf ganz vielen Zellen im Körper, was klinisch aber gar nicht so relevant ist scheinbar von den Nebenwirkungen, überraschenderweise, weil die Dichte auf der Myelomzelle dann doch eine andere ist. Ja. Auf den roten Zellen ist das schon auch, da platzt wahrscheinlich die ein oder andere, aber da ist es dünn drauf, das ist quantitativ irgendwie zu vernachlässigen, dadurch wird keiner blutarm.
Ja, Herr Professor Ludwig, ich bin auch bei Ihnen im Wilhelminenspital und frage mich jetzt, warum bekomme ich noch also Revlimid, wenn es, ich bin schon also die dritte Haltungstherapie, wenn es diese Wunderdroge gibt. Ja, aber da, man braucht ja, das, ich kann es jetzt im Detail nicht sagen, das müssten wir uns anschauen aufgrund der Befunde. Aber wenn Sie unter Revlimid gut kontrolliert sind, dann ist es ja okay. Also ein der Prinzipien ist ja auch, mit einem Minimum am Aufwand für Sie ein Maximum zu erwirken. Und es gibt ja unterschiedliche Risikokategorien. Und wenn Sie eine Hochrisikokategorie, sozusagen, wenn man da ist, dann braucht man viel eher diese Triple-Kombinationen. Ja. Hier ist noch eine Frage, bitte sehr. Professor Ludwig, Sie geben uns immer sehr viel Hoffnung. Sie haben also jetzt wieder eine schöne Zukunft uns vorgezeichnet. Das ist sehr schön. Ich habe nur eines vermisst, diese CAR-Technologie, die haben Sie nicht erwähnt. Ist die jetzt wieder im Auslaufen K-Technologie? Oder die K-Technologie? Ja, ich habe nichts erwähnt, was nicht unmittelbar jetzt Ihnen zur Verfügung steht. Das ist fantastisch. Also man kann Abwehrzellen sozusagen, man kann sie erziehen, wenn sie wollen. Man kann ihnen zeigen, wo der Fremdkörper ist, indem man eine Abwehrzelle nimmt und man inseriert ein Gen, würden wir sagen. Also sie geben den Abwehrzellen die Information, sie geben ihm einen Rezeptor, diesen Abwehrzellen, und mit Hilfe dieses Rezeptors oder dieser Sehhilfe kann die Abwehrzelle die Tumorzelle angreifen, erkennen, erstens einmal erkennen und zweitens abtöten. Das heißt, CAR-T-Cells funktioniert hervorragend bei der ALL und ist auch beim Myelom in Erprobung. Keine Frage, ist in Erprobung und ich glaube, dass das sozusagen die allogene Transplantation ablösen wird. Ja. Aber wir haben es noch nicht im Angebot. Ja. Und es gibt bispezifische Antikörper, also es gibt vieles. Ja. Also natürlich, wir würden gerne mehr darüber reden, aber ich weiß nicht, ich glaube, bleiben wir mal bei, wie Sie wollen, wir können das später noch in der Pause besprechen. Ja. Noch ein Mabuto, gleich drei, ich beginne hier. Danke. Bei den Kombinationstherapien wird immer Revlimid erwähnt. Ja. Ich persönlich habe eine absolute Unverträglichkeit fürs Revlimid. Ich habe eine extreme Leukopenie entwickelt, habe in einem Jahr 4 schwere Lungenentzündungen gehabt und daher wurde es abgesetzt. Okay. Ja? Und wenn ich jetzt höre, dass hier immer Revlimid dabei ist, was bedeutet das konkret, naja, wenn es nicht vertragen also, wird? Also die Frage ist ja wirklich, wenn Sie, das Revlimid macht schon diese Leukopenie, und es macht auch das Nachfolgepräparat, das Pomalidomid, Leukopenie. Ich frage mich, ob man dann nicht mit einer Dosisadaptierung durchkommen kann, wenn Sie das Revlimid unbedingt brauchen. Ich habe alles durchgemacht bis zu 5 Milligramm. Manchmal muss man das akzeptieren. Dann käme noch das Thalidomid in Frage. Das hat halt für die Langzeittherapie ist das nicht wirklich gut geeignet. Aber 50 Milligramm kann man ein Jahr lang geben, wenn man keine. Es gibt Menschen, die haben so eine genetische Risikosituation für diese Neuropathie. Aber wenn man das nicht hat, es gibt Leute, die haben das 2 Jahre genommen in manchen Studien. Aber dann genügen 50 Milligramm. Zugegeben, das gibt es schon. Pomalidomid könnte man noch überprüfen, aber wird wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse machen. Aber dann findet man andere Partner. Das kann man auch machen. Aber Sie haben völlig recht, das ist so ein Standardprogramm jetzt, weil diese IMIDs offensichtlich dadurch wirken, dass sie das Abwehrsystem auch ein bisschen stärken. Ja, ja Herr Professor, jetzt folgendes. Ich nehme im Novit, ich nehme das Capizumib plus das dazugehörige Cortison. Aber leider Gottes bin ich ein Diabetiker und das Cortison erzeugt automatisch einen erhöhten Zuckerwert. Ist es eigentlich Ihrer Meinung nach vertretbar, wenn man das Cortison einige Zeit absetzt oder sollte man zum Zeitpunkt der Infusion irgendwie Insulinspritze bekommen, dass das mit dem Zuckerwert ein bisschen ausgeglichen ist? Naja, das ist auch schwierig. Da gibt es eine gute Lösung. Man könnte schauen, ob Sie Prednisolon besser vertragen. Und man könnte vor der Infusion 25 Milligramm Prednisolon geben. Das ist, also 25 Milligramm, das entspricht dann 4 Milligramm Dexa. Also man könnte sowas versuchen.
Und man könnte wirklich ein bisschen Actrapid dazugeben, damit sie keine Spitzen bekommen. Aber wir glauben, dass die Zugabe von dem Cortison die Wirkung, also bei verschiedenen, vielen Patienten verstärkt, nicht bei jedem. Den Namen des Medikamentes gegen Durchfall bitte. Cholestagel. Cholestagel, das kostet alle. Cäsar Heinrich Otto, Ludwig Emil Gustav Emil Ludwig, das kostet, da muss aber Ihr Arzt das sehr gut begründen, weil das kostet 200 Euro. Der Oberarzt Weißmann hat es mir verschrieben und es war Wunder. Also ich kannte bis dahin jedes Rezept, muss ich was sagen. Wir schreiben das dann auf. Wir werden das publizieren. Bitte, hier haben wir noch eine Frage. Wenn man bis dato nur Induktionstherapie hatte, sind diese neuen Mittel, da dieses Daratumumab oder Elotuzumab, dann eine Alternative für die Transplantation? Derzeit nur in Studien. Und die Frage ist halt, ob man die Transplantation, das gibt es unterschiedliche Betrachtungsweisen zwischen den Experten, ob man die Transplantation wirklich braucht. Wenn Sie ein langes progressionsfreies Überleben wollen, brauchen Sie die Transplantation. Wenn es um die gesamte Überlebenszeit geht, dann braucht wahrscheinlich nur ein kleiner Teil die Transplantation. Und das wissen wir nicht. Also mit einem Wort, derzeit macht man das, glaubt, dass das, weil die Progression, die Zeit ohne Rezidiv viel länger mit der Transplantation ist, empfiehlt man das. Aber natürlich kann man das im Detail mit den Betroffenen besprechen, was ist der Vorteil, was der Nachteil. De facto können sie auch eine späte Transplantation beim Rezidiv planen. Aber es hat gewisse, man muss dann Vor- und Nachteile überlegen und schauen, passt es am besten für Sie. Aber ich denke, die Transplantation à la longue wird natürlich auch verschwinden. Aber wir sind nicht dort, weil derzeit haben wir die besten Ergebnisse halt mit der Transplantation. Ja, danke vielmals für diese spannende Präsentation. Ich musste nicht drohen, es war fast eine Punktlandung. Und jetzt schauen wir mal eine Frage. Hier, bitteschön. Sie haben das Wort Low-Dose-CD erwähnt. Ich habe das letztes Mal dem Radiologen gesagt, beziehungsweise dem Techniker dort, und der hat gesagt, das gibt es nicht. Es gibt ein I-Dose. Gib nur High-Dose. I-Dose, ja. Das heißt, die Maschine nimmt sich das, was sie braucht, so. Bin dann, um persönlich zu sagen, runtergesprungen vom Tisch, weil ich gesagt habe, ich will keine Bestrahlung mehr. Ich meine, wir haben einen Tumor, wir brauchen keinen zweiten. So, jetzt gab es die große Diskussion, was ist Stand der Technik, CT oder MR? Ich habe dann auf MR bestanden, habe es auch bekommen, und der Radiologe hat also im Verlauf schon festgestellt, da gehört offenbar sehr viel Kompetenz dazu, das herauszufinden. Was würden Sie jetzt sagen? Nach wie vor einem Ganzkörper-CT zu unterwerfen jährlich, das ist ja eine Strahlendosis, die ist ja nicht ohne, nicht? Ja. Also sind zwei Fragen für mich. Die eine ist, reicht die MRT oder brauchen wir CT? Man muss sagen, die CT zeigt, was ich versucht habe zu betonen, zeigt den Knochen besser. Ja? Und wenn es darum geht, ist da was am Knochen, ist der Knochen instabil, sind da große Löcher im Knochen, dann braucht man die CT, kommt auch nicht ganz drum rum, und ich verstehe Ihre Furcht vor der Strahlung. Allerdings muss man sagen, dass der Vorteil, also ich habe da viel drüber nachgedacht, weil mich natürlich Patienten genau das Gleiche auch in meiner Praxis fragen, also in der Klinik fragen. Den Vorteil, die Information, die man bekommt, die Vermeidung von Frakturen, die Reduktion von Schmerzen, die, weil man halt früher reagieren kann, sind meiner Ansicht nach, wenn man es auf die Waage legt, diese doch relativ geringe Strahlenbelastung wert. Geringe Strahlenbelastung, es gibt doch ein Low-Dose-CT. Ja? Das ist einfach, ja, da ist vielleicht die Software noch nicht da oder das Protokoll nicht da, und dann kenne ich das von mir. Manchmal sagt man, das geht nicht, und manchmal heißt es geht nicht einfach, ich habe es noch nicht gemacht. Ja, also es ist so ein bisschen, jetzt ohne dem Kollegen was unterstellen zu wollen, aber zu sagen, es gibt kein Low-Dose, da muss ich jetzt dann doch widersprechen. Ja? Und Low-Dose ist aber immer noch Strahlenbelastung, ja, muss man sagen. Aber wie gesagt, die Vorteile, die ich genannt habe, hoffe ich, dass Sie Ihnen gezeigt haben, es ist es wert. Jährlich, habe ich auch gesagt, muss man es nicht machen. Ja? Wenn jemand lange Zeit in Remission ist, keine Beschwerden hat, man im Blut und Urin gut messen kann, wie die Krankheit aktiv ist, dann muss man nicht ständig CTs machen, ist unsere Ansicht. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen Meinung dabei, ist nicht alles Wissenschaft, aber das ist unsere Erfahrung auch.
Die zweite Frage mit der MRT, wie gesagt, die MRT zeigt sehr sensitiv das Knochenmark und zeigt, bevor da was am Knochen ist. Nur wenn ich sehe, in der MRT ist was, muss ich wissen, ist auch was am Knochen und dann brauche ich leider wieder die CT. Ja, also insofern, das ist so das. Wie gesagt, Low-Dose gibt es, habe ich schon gesehen, so ähnlich wie der Yeti, den habe ich noch nicht gesehen, aber die Low-Dose-CT gibt es tatsächlich. Hier noch eine Frage, bitte. Ja, ich kann da bestätigen, ich habe vor einem Monat diese Low-CT bekommen. Freut mich. Aber meine Hauptfrage wäre da, es war da bei einem Bild, wo da steht irgendwie aus vier Buchstaben eine Abkürzung, weniger als 100 und dann ist dann später stand dann irgendwas 1000 Milligramm oder was, was diese Abkürzung heißt. Ja, das sind wahrscheinlich die Millisievert. Das ist die physikalische Einheit, die die Strahlendosis im Gewebe misst. Und da, wenn man das mal guckt, genau das wollte ich eigentlich auch noch sagen, auch auf Ihre Frage. Wenn man sich anschaut, wie ist denn die Strahlenbelastung? Man braucht ja einen Vergleich. Strahlung ist was, das sieht man nicht. Ja, das kennt man nur von Tschernobyl und da war es verheerend. Oder von Fukushima. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, ja, man kommt eher Tschernobyl als Fukushima, aber gut. Strahlenbelastung ist so, eine Low-Dose-CT, ich habe mal unsere Physiker gefragt, die haben gesagt, das ist ungefähr die Strahlung, die man abbekommt, wenn man 40 Mal nach New York fliegt, von Frankfurt aus. Kann man überlegen, muss man 40 Mal nach New York fliegen, aber 40 Mal nach New York fliegen, ist die Höhenstrahlung so, wie wenn man ein Low-Dose-CT macht? Ungefähr. Eine weitere Frage. Mein Bruder hat ein follikuläres Low-Grade-Lymphom und hat Chemotherapie absolviert. Da wurde bisher alle 3 Monate im CT untersucht. Wie schaut es da mit der Strahlenbelastung aus? Das ist tatsächlich ein Full-Dose-CT, ja, was Sie gesagt haben, und wahrscheinlich auch mit Kontrastmittel, weil dieses Low-Dose ist nur geeignet für die Knochendarstellung und bedingt für die Lungendarstellung. Es gab bei uns eine Studie, und die wird, glaube ich, auch demnächst veröffentlicht, wo sie für die Lunge das auch verwendet haben, um so ein Screening zu machen, ja, um bei vielen Rauchern vorher ein CT zu machen, dann nimmt man das Low-Dose. Aber das Low-Dose ist nur geeignet, um den Knochen darzustellen. Das ist optimiert fürs Multiple Myelom eigentlich. Ja? Und wenn Kollegen mal sagen, sie haben es nicht, die dürfen mir gerne eine Mail schreiben, dann kriegen sie unser Protokoll, dann können sie das bei Ihnen einstellen. Ja, das ist kein Problem. Unsere Radiologen sind einverstanden, dass wir das weitergeben. Das ist kein Geheimnis. Aber beim Lympho muss man die Lymphknoten anschauen und nicht den Knochen. Und da braucht man eine höhere Dosis. Ja, und da muss man aber auch sagen, beim Follikulären, das wird ja auch erst behandelt, wenn tatsächlich Symptome auftreten. Und dann ist es natürlich wiederum notwendig. Dann ist es auch wieder so ein Abwägen von Nutzen und Risiko. Weil wenn Sie Chemotherapie geben und hinterher nicht wissen, ob es gewirkt hat, dann muss ich sagen, ist der Einsatz von einer CT wiederum das geringere Übel. Ja, in der Onkologie ist es leider oft so, dass wir das geringere Übel wählen müssen. Und da ist eine Computertomographie, in dem Fall sogar mit Kontrastmittel, was aber beim Lymphom meistens auch nicht schlimm ist, ist dann das geringere Übel, als nicht zu wissen, wo man steht. Ja, es ist einfach eine Notwendigkeit, wie ich vorhin gesagt habe, mit dem Herzkatheter. Ich kann jetzt sagen, ich ignoriere meinen Herzinfarkt, damit ich keine Strahlenbelastung vom Herzkatheter bekomme. Ja, das sind so Abwägungen. Natürlich versuchen wir, Strahlung zu sparen, ist ja offensichtlich, wir haben ja auch nichts davon, ja. Aber es gibt manchmal Situationen, es ist notwendig und beim Lymphom ist es leider notwendig. Ja.